Hi, hier ist der Senior Dini. Stadt ist Arnsberg, im Moment auf so einem kleinen Hügel, 400 Meter über normal Null. Ja, das ist die NRW-Runde, beginnt gerade. Und wir sind jetzt genau auf 135. Ja, das gleiche kann ich dir hier zurückgeben. Radiowert hast du hier einen 5, würde ich sagen, weil hier oben auf dem Berg hast du keine Störung von irgendwelchen Elektrogeräten. Total saubere Frequenz, also ausgezeichnet. Ja, der hat auch eine gute Modulation. Ne? Also wir sind jetzt auf dem 11-Meter-Band. 27,135 MHz. Ja, ich bin stehe hier schon eine ganze Weile, seit 16 Uhr und wollte mal gucken, was da so läuft. So, von zu Hause aus, wie du gerade sagtest, da hast du den ganzen PLC-Mist, teilweise Störungen bis dann, glaube ich, 7 und 8 und dann macht das keinen Sinn. Und das ist ja noch ziemlich hoch jetzt. Also das hört sich an, als wenn sein Gerät noch nicht so warm ist, ne? Und jetzt kann ich genau hier in 100 Herzschritten, in 10 Herzschritt oder in 1 Herzschritte, kann ich das jetzt nachziehen. Hier ist wieder ausgezeichnet. Also Modulation richtig klar, sauber, richtig Druck dahinter. Perfekt, besser geht das nicht. Ich habe hier, von Albrecht, die 5890 ist ja auch das Originalmikrofon. Doch, also 30 Hertz vielleicht. Da ist relativ gut dabei, ne? Aber um 30 Hertz, aber ich denke mal, wenn er ein bisschen Power hat, dann zieht sich das noch ein bisschen rum. Das ist jetzt eine SSB-Frequenz. Alles klar. Ja, wünsche ich dir da. Obere Seitenband. Ja, also von meiner Seite, ich mache da auch nicht mehr allzu lange. Ich werde dann gleich abbauen. Abendbrot. Will ich auf keinen Fall verpassen. Mach's da gut. Tschüss, hier am Ende der Georg, der Käfer aus dem Sauerland. Käfer. Hi, Käfer. Ja, 25 Hertz, würde ich sagen. Ist ja noch so ein bisschen daneben, aber das ist. 55,73. Geschmackssache. Im Hintergrund habe ich da noch eine Station gehört. So, ich stelle mal wieder auf eine Originalfrequenz. Nein, hier am Ende der Käfer, bitteschön. Kanal 15 ist das jetzt. Ich zieh mal ein bisschen nach. Alles klar. Nee, kommst hier auch rüber, hast hier Sandjago 1 bis 2 und Radio 3 bis 4. Also das klappt dann noch von deiner Seite. Geht noch. Mikrofon zu dir. Ja? Also. Ich kann das hier sehr genau nachhalten, weil das. Bedanke ich mich da für das Kurso, aber da war noch eine Break-Station. Vielleicht kannst du die da auch aufnehmen. Ich nehme sie erstmal rein. Break, bitteschön. So ein bisschen. Ich sag mal ganz kurz, Hallo Detlef, und dann bin ich auch gleich wieder weg. Jawohl, hallo. Ja, Detlef, auch hier, ich studiere 73 und gute Einfahrt gleich. Ja, und danke schön, ja, ich werde jetzt auch abbauen. Jetzt muss wieder was an Kalorien zugefügt werden, sonst kann ich hinterher noch einen Stängel haben.
Dann fährt die Fälscher nicht runter. So, also Detlef, zur Info. Ab April bin ich zu hören auf dem Sauerland auf 450 Meter. Nein, ich hab da ein schönes Haus gekriegt im Wald. Ich mach das immer leiser, weil die Sendung, die nehme ich jetzt parallel auf. Die kann man gleich, für eine Stunde kann man die sich nachhören. Ne? Ich stelle die dann wieder ins Internet. Das ist jetzt erstmal eine parallele Aufnahme. Ich nehme das jetzt mit einem Fotoapparat nochmal auf. Beziehungsweise Videogerät. Jetzt ist er voll auf Frequenz. Hört man, ne? So, ich mach das jetzt mal leiser. Also wie gesagt, die Sendung, die läuft jetzt, die ist parallel und die werde ich gleich ins Internet stellen, ne? Und diesen Film, den ich jetzt mit Video mache, der kommt dann auch gleich noch dazu. Aber jetzt will ich erstmal Folgendes erklären. Das geht jetzt hier um SSB nochmal. Wir sind jetzt auf der Frequenz 27,135 MHz. Das ist Kanal 15 auf 11 Meter Band. Citizen Band. Und ich, das Gerät, was ich hier habe, das kann ich um ein Hertz genau verändern und verstellen. Das ist ein Messgerät. Ja, ist ein Kommunikationsgerät, aber auch ein hochwertiges Messgerät. Und ich kann dann genau sehen, wer neben der Frequenz ist und wer nicht. Und das hört ihr ja auch, ob einer zu hoch ist oder zu tief. Ne? Wir haben jetzt das obere Seitenband. Das hat jetzt 3 kHz Bandbreite. Ich mach mal an, ich starte jetzt wieder. Ja, 3 kHz. Ne? Ich zieh nochmal nach. Ich 25 Hertz vielleicht. So, hier wieder auf Normalfrequenz. Dann hört man genau, wer. Ja, grüß euch. Ja, gut, da habe ich dann auch. Ja, aber jetzt meldet sich der Hunger, der Kleine. Und ich will da nicht zu viel am Gewicht verlieren, weil das fehlt hinterher auf der Pedalhai. Modulation. Ah, okay. Ja, günstiger wäre es, wenn ich zu dir käme. Weil ich habe nämlich gar kein Problem. Ich bin jetzt genau frequent. Und er ist auch. Das passt. Reiche Herz. Yeah.
Und Reda Bergland und ansonsten, du, das sind ja immer die gleichen Reichweiten. Jetzt nichts Besonderes. Ich will jetzt noch mal was zu einem Elfmetergerät sagen. Und wenn ihr SSB macht, da gibt es ja diesen Knopf Clarifier oder Clarifier, das heißt klären. Und den kann man hin und her drehen um 800 Hertz. Ja, und das zeige ich euch mal, wie sich das anhört, wenn man das macht. Tiefer? Nein, 800 Hertz höher. Also man muss genau auf Frequenz sein, sonst... Er ist auf Frequenz. Jetzt merkt beim Käfer, dass sein Gerät warm wird und dann ist jetzt nicht mehr so 30 bis 50, sondern er kommt so ganz langsam auf Frequenz. Ja, er ist schon auf 18 Hertz. Ein bisschen noch, ne, dann ist er auf Frequenz. Das kommt eben, weil das Gerät sich wärmt, ne? Ja, ist auch frequent. Ist eine saubere Modulation jetzt. Er ist zu tief. 30 Hertz zu tief. Alles klar. Er ist auf Frequenz jetzt. Der schwankt aber auch. Ja, ich lese halt mal wieder auf Frequenz jetzt. Und jetzt können wir nochmal auf den Punkt, warum ich das jetzt hier so mache. Wenn das jetzt auf SSB ist, ob das jetzt US-Unterseitenband ist oder Oberseitenband.
Am Funkgerät habt ihr so einen Drehregler mit CLR. Ja, das heißt, kann man das ein bisschen nachziehen. Entweder nach rechts drehen oder nach links drehen. Und wenn man nach rechts dreht, kann man jetzt hier sehen, hier oben, das kann man das bis 800 Hertz, kann man es nach unten drehen, ne? Beziehungsweise nach oben. Gehen wir wieder zurück nach 135,0 und wir können auch 800 Hertz nach unten gehen. So, ja. Das kann man alles mit diesem Drehregler machen. Und wenn da mal einer zu hoch oder zu tief ist, dann kann man den wieder einpegeln. Indem man den Drehtieren wieder dreht. Ne? Wir lassen das jetzt die 800 Hertz mal stehen und dann gehen wir gleich mal richtig auf Frequenz wieder zurück. Wenn mir das gerade verstört ist, versteht man das nicht richtig, ne? Das Rädchen mit dem CLR kann man mit nachziehen. Jetzt ziehe ich nach. Ja? So kann man das variieren mit den Drehreglern, ne? So, also damit ist die NRW-Runde begonnen. Viel Spaß dabei. Ich höre auch zu. Aber in einer warmen Wohnung, ne? Ich bin da nicht auf dem Berg. Die Zeit geht bei mir vorbei. Ja, hier spielt es einwandfrei. Und wie gesagt, vielleicht war es noch im Sommer, weil beim Abbau haben wir uns die Hände verbrannt an der Spulengeschichte. Aber das ist hier nicht der Fall, weil die wird ja gut von außen gekühlt. Dann haben wir ja, knapp über 1 Grad, dann passt das. Ja, ganz genau. Also wird vielleicht gewesen sein. Oder ungünstiger Standort. 73. Vivians, SWL Dortmund. Ach guck mal, das ist ja schön. Da kann man ja. Dann ziehe ich es auch mal rein. Das zeige ich gerade. Ich mache noch eine Sendung dazu. Tausend Geräte da. Ja, 100 Hertz hat er jetzt zu hoch, ne? Im Grunde ist er ja zu hoch. Jo, bin mal rausgefahren, ne? Mich hat es da nicht zu Hause nicht gehalten, ne? Bin hier auf dem Telegraph. Feserle. Ja. Sektorstudio.